Grubenschacht, das Macmillan anwesen und damit willkommen, meine Freunde, zurück zu Dead by Daylight. Ja, wir machen einfach mal eine random Runde als Überlebender und nur für den Fall, dass sich jemand fragen sollte, oh, da geht jemand direkt ran, da gehe ich also erstmal woanders hin, warum kein Apex mehr kommt. An und für sich gefällt mir das Spiel zwar sehr, sehr gut, aber ich habe in den letzten Tagen gemerkt, es ist einfach sehr, sehr schwer aufzunehmen. Also erstens, wenn du halt nicht gut bist, so wie ich. Richtig, deswegen bin ich auch erstmal gegangen. Und das ist ein Geist. Und zweitens, ja, überhaupt erstmal drei Leute zu finden, also zwei weitere Leute zu finden, mit denen du das spielen kannst. Und da es ein Geist ist, werde ich auf jeden Fall nach denen hier Ausschau halten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, irgendwann, es gibt ja schon, Data Miner haben ja da schon angeblich irgendwie hier Hinweise drauf gefunden, dass irgendwann mal ein Modus kommt, wo man alleine spielen kann. Da wird das Ganze dann vielleicht auch ein bisschen besser funktionieren. Obwohl, bis dahin ist dann vielleicht doch Sekiro raus und ich kann dann damit anfangen. So, falls er den jetzt aufhängt, ich habe Verzerrung dabei. Falls ich einen Token verliere, heißt das ja Barbecue und Chili. Und er dürfte mich damit nicht sehen erstmal. Nein, hat er nicht. Er hat kein Barbecue und Chili. Es ist immer noch Rank Reset und ich habe irgendwie heute auch so ein bisschen Probleme, hier eine gute Runde zu kriegen. Nice. Komm, lass mich retten. Ich habe Nachsorge dabei. Also sehe ich den dann die ganze Zeit. Es könnte eventuell Survival Friends sein. Das sind alles drei Italiener gewesen, habe ich gesehen. Die waren aber schon vor mir in der Lobby, also weiß ich es nicht hundertprozentig. Komm her. Hallo? Ja. Was habe ich gesagt? Rausgeflogen. Nice. Der Killer hat disconnected. Okay, also ein typischer Geist eigentlich. Mit niemand entrinnt dem Tod. Hä? Monströser Schrein? Okay. Pirscher. Also die drei Perks ergeben überhaupt keinen Sinn. Das hier ist ein typischer Geist. Das ist fast schon ein Meme, dass der Geist eigentlich meistens Node dabei hat. Gut, alles klar. Das war dann wohl nix für den Anfang. Ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Okay, Mount Ormond. Na, das passt ja gerade gut zu Jeff. Habt ihr schon meine schicke Jacke gesehen? Oh Leute, wir sind alle hier gespawnt. Da gehe ich jetzt lieber mal weg. Ja, genau deswegen. Okay, der war kurz hier und ist wieder gegangen. Dann lass uns mal machen, Killer. So, schauen wir mal, was wir machen können. Ich hoffe mal, dass es eine halbwegs normale Runde wird. Ich selber bin zwar alles andere als perfekt in dem Spiel, das weiß ich selber, aber da wird jemand gejagt. Fuck the Camper. Okay, das ist auch der mit den... Oh! Ich glaube, es ist Bubba. Leatherface. Ja, es ist Leatherface, definitiv. Ich werde mich definitiv von niemandem dritten Tod hüten und wartet mal, ich würde mal... Renn halt echt leider genau hier gerade vorbei. Ich wollte gerade sagen, ich repariere mal lieber den Generator in der Mitte. Gerade total bescheuert, was ich hier mache. Ich habe auf jeden Fall Verzerrung wieder dabei, also falls er Barbecue haben sollte, werde ich es wissen. Der wird aber nicht mehr gejagt. Daher bin ich vorsichtig. Also es ist zumindest nicht mehr Fuck the Camper, der gejagt wird. Die Obsession. Bitte finde mich nicht, bitte finde mich nicht, bitte finde mich nicht.
Bitte geh weg. Geh weg. Der Generator da unten ist halt... Ja. Wenn man den halt gleich am Anfang machen kann, wäre es halt ziemlich gut. Hängt der hier die ganze Zeit jetzt ab, oder? Weil ich halt hier war? Okay. Jag schön jemand anderen, bitte. Nee, nee, da hat jemand anderen, okay. Das ist halt so ein bisschen wie in dem Behandlungsbereich jetzt, auf der Doktorkarte, ne? Der Generator halt genau in der Mitte, das ist halt ein sehr wertvoller. Denn ich würde ungern gegen den Kannibalen jetzt so eine Runde haben, wo du dann am Ende nur noch 3 Generatoren hast, die genau nebeneinander sind. Nice, 2 Generatoren gemacht, Luke kann schon mal kommen. Scheiße. Tschüss. Oh Gott, lol, er ist ja schon... Ja. What the fuck? Wieso hat mich das jetzt gerade eben so zurückgezogen? Gott, bitte lass hier vorne in der Palette sein. Ich hab ein Fenster. Noch ein Fenster. Was? Willst mich doch verarschen, Junge! Nachtpirscher, ich höre dir trapsen. Daumen hoch, wer die Anspielung jetzt kennt. Ja, geil, ich werd abgecampt, Alter, willst du mich verarschen? Nein, werde ich nicht, Alter! Plus Rap, Alter. Nice, der lässt mich. Ah, hier ist aber auch genau ein Ausgang, ne? Rette mich! Oder mach erst auf und... Willst du dich verarschen? Oder hat er No-It? Ist das ein No-Totem? Das ist die einzige Ausrede, die ich gelten lasse, dass du mich jetzt nicht rettest. Lol, das war echt ein No-Totem. Ja, jetzt werde ich erst recht abgecampt. Rette doch jemand den armen Pity. Geil, ich habe nichts in der Runde gemacht. Ich werde jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit abgekämpft werden. Los, 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 los. Die Hände heilen. Ich habe nichts in der Folge zustande gebracht. Alter. Ich werde wahrscheinlich sogar D-ranken, aber ich werde wohl versuchen, den jetzt zu retten. Weil er ist halt echt im fucking... Oh, alles klar. Und mich sieht er nicht. Das heißt, ich sollte wohl besser... Also er hat Barbecue und Chili, ist irgendwie klar, das ist bei ihm. Oh lol. Wurde schon gerettet? Ich lauf ihm jetzt nicht in die Arme, ne? Verpiss! Nein, ich bin am Scheißbaum hängen geblieben! Das gibt's doch nicht, ey. Ich wäre weggekommen, wenn da der fucking Baum nicht gewesen wäre. Alter, ich wäre fucking weggekommen, wenn der Baum nicht gewesen wäre.
Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Oh lol, er trägt mich zum Ausgang. Ach, danke schön. Danke. Danke schön. Vielen Dank. Oh, das finde ich jetzt nett. Gut, ich will es jetzt auch nicht zu lange hinauszögern, aber Alter. Boah, das hat jetzt noch einen richtigen Abfuck gegeben. Habe ich überhaupt gepippt? Ich habe nichts gemacht. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich immer so ein bisschen, wenn du alleine bist, ne, wenn du zu zweit bist, ne, wenn Asya dabei wäre, dann... Ich habe nicht mal gepippt, weil ich nichts gemacht habe. Gerade deswegen hier, weil ich halt überhaupt nicht großartig vor dem weggerannt bin. Und da, das jetzt gerade, na egal. Also wenn Asya jetzt mit dabei wäre, ne, dann ist das Ganze noch ein bisschen unterhaltsam, weil du kannst halt mit jemand anderem zu quatschen, kannst dich absprechen, aber so finde ich das halt immer, ja, im Grunde genau wie Apex oder eigentlich wie jedes Battle Royale Spiel, ist auch hier so, es kann sein, je nach Runde, dass du einfach irgendwo hockst an deinen Generatoren, der Killer sieht dich die ganze Zeit nicht, weil er irgendjemand anderen jagt und ja, dann, ja, ist die Runde halt etwas langweilig. Ich hoffe, es hat trotzdem ein kleines bisschen Spaß gemacht, Freunde. Falls ja, würde ich mich wie immer über eine Bewertung oder einen netten Kommentar freuen. Nächstes Mal spiele ich dann wahrscheinlich wieder Killer oder ja, dann nochmal Überlebender. Wie gesagt, ich mache jetzt einfach erstmal Dead by Daylight durch. Soweit habe ich jetzt eigentlich nichts anderes mehr vor, bis dann Sekiro hoffentlich rauskommt. Naja, dürfte ja, ist ja glaube ich nur noch eine Woche oder so. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Video. Haut rein.